Wir stehen hier heute am Heinrich-Heine-Platz im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt. Und es ist die erste Bürgersprechstunde des Ordnungs- und Servicedienstes und der Verkehrsüberwachung der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die erste von ungefähr 50, die wir pro Jahr durchführen, seit mittlerweile 17 Jahren. Das findet über das gesamte Stadtgebiet verteilt statt, eben auch insbesondere in den Stadtbezirken, in einzelnen Stadtteilen, weil wir ja auch sehr, sehr unterschiedliche Situationen und sehr, sehr unterschiedliche Einsatzlagen in den einzelnen Stadtbezirken haben. Andere Schwerpunkte, andere Fragen, die uns auch von den Bürgern gestellt werden. Wir machen das, wir tun das, um eben mit den Bürgern in den Dialog zu kommen, um mit den Bürgern auch direkt Einzelfälle besprechen zu können, Missstände besprechen zu können, konkretes Vorgehen besprechen zu können, aber auch den Ordnungs- und Servicedienst und die Verkehrsüberwachung vorstellen zu können, dass die Bürger eben auch ein Gefühl dafür haben, was tun wir für sie. Wo können Sie uns um Unterstützung bitten? Ein Thema, das mir und dem Ordnungsamt sehr am Herzen liegt, ist, dass wir hier auch die Gelegenheit nutzen, um für Nachwuchsgewinnung zu werben. Wir brauchen weiterhin personelle Verstärkung und freuen uns über jede Frau, jeden Mann, die uns hier sowohl in der Verkehrsüberwachung als auch beim Ordnungs- und Servicedienst unterstützt. Und das ist ein tolles Forum, um hier auch dafür zu werben.